Willkommen Leute zu einem neuen Anspielvideo. Heute geht es um Excitebike 64. Vor kurzem ist es in der Virtual Console der Wii U erschienen und da habe ich es mir gleich geschnappt und heute spielen wir das an. Ich spiele das zum ersten Mal, habe es damals nicht auf dem N64 gespielt und habe es auch sonst nie gespielt. Wird also mein erstes Mal sein und ich freue mich drauf. Wurde auch echt gut bewertet überall und ist echt an mir vorbeigegangen. Echt schade irgendwie. 2001 kam es in Europa raus, schon 2000 in den USA und Japan. Und schauen wir uns das mal die Optionen an. Musik, Sprache. Machen wir da mal ein bisschen lauter. Alles hier in englischer Sprache, so wie man es leider von der Virtual Console irgendwie gewohnt ist. Keine Ahnung, wie die Steuerung ist und so, das werde ich alles herausfinden. Tutorial, ja, so dumm bin ich dann auch wieder nicht. Schauen wir einfach mal und lassen uns drauf ein. Okay. Das sind anscheinend die verschiedenen Strecken. Das spielen wir einfach mal. So. Landing. Ah, Switch Rider Color. Die haben alle verschiedene Eigenschaften. Ja, hab's wie gesagt noch nie gespielt, deshalb weiß ich da jetzt nicht so genau, welchen ich da jetzt nehmen soll, wer am besten auf mich zugeschnitten ist. Ich nehme jetzt einfach mal den blauen, da der so schön ausgeglichen ist. Aber werde dann selbst herausfinden müssen mit der Zeit, welcher Fahrer dann für mich bestimmt ist. Geht doch schon los. Wow. Alter. Ja, mein Ziel ist es jetzt... Hoppla. Erstmal nicht, Erster zu werden. Ich will erstmal ein bisschen die Steuerung kennenlernen. So, kann man da nicht irgendwie driften oder so? Okay, Rückspiegel gibt's. So, welche Knöpfe hier bewirken was? Okay, erste Runde. Oi. Aber ich bin so schlecht. Hallo. So, Excitebike. Wahrscheinlich werden viele den Klassiker kennen für das NES. Ihr wisst schon, die, das Spiel mit, der 2D-Ansicht. Wo man da ein paar Spuren hat, bei denen man wechseln kann. Oh, jetzt klicke ich schon in den blöden Knopf. Es gibt ja tatsächlich einen 3D-Teil mit diesem Spiel hier, Excitebike 64. Dann für WiiWare gab es auch einen Teil, den habe ich auch noch nie gespielt. Der orientiert sich aber scheinbar wieder mehr am Originalspiel. Ich bin Dritter, wie habe ich denn das geschafft? Und natürlich in Mario Kart 8 gab es eine Strecke, die auf Excitebike basiert. So, Jim Rivers, okay. Continue. Okay, ein Replay kann man auch anschauen. So, von Kyoto geht's nach Mountain Quarry oder so. Ey, was ist denn jetzt passiert? Welches Schwein hat mich umgehauen? Okay, die Stimme da, der Kommentator, der ist doch ein bisschen aufdringlich. Ein bisschen laut, aber egal. Sonst wäre es kein richtiger Kommentator. Alter, bin ich schlecht.
fahr doch! So. Hätte es vielleicht echt zuerst mal ein bisschen anspielen sollen und mich ein bisschen mit der Steuerung auseinandersetzen. Aber ich denke, das hat auch was, wenn ich... Wow! Wenn ich das ein bisschen zum ersten Mal anspiele. Wow! Ja, auch hier gibt's sehr imposante Sprünge. Ah, kann er nicht irgendwie driften? Sich in die Kurve lehnen, damit das ein bisschen... Nein! Ich kann mich erinnern an so ein Motorradspiel, das es auch fürs N64 gab. Das war irgendwie anders, so Funracer-mäßig aufgebaut. Da konnte man seine Kontrahenten schlagen, irgendwie mit den wildesten Waffen. Baseballschläger und so. Wie hieß das? Road Rash oder so. Ich weiß es jetzt gar nicht so wirklich, wie es hieß, aber war auf jeden Fall echt lustig. LOL, was ist das? Mein Charakter ist so ein Trottel. Ja, komm, gib doch Gas! Was macht denn der Typ? Steuerung ist sehr irritierend, muss ich sagen. Grafik ist echt gut. Muss ich sagen. Für ein N64-Spiel halt. Kam er auch zum Ende des N64 heraus, 2000. Beziehungsweise bei uns erst 2001. Deshalb sieht das Ganze schon grafisch nicht schlecht aus, oder? Natürlich, wenn man jetzt die Bäume ansieht, typische Standbilder, aber... Hey! Der Rest, der geht eigentlich. Na, ist ja eigentlich nur eine Bodentextur, die da überall ist. Aber die Charaktermodelle, die sind nicht schlecht. So, die Physik Engine, die gefällt mir auch sehr gut. Hey, guck mal, eine Mine, da will ich rein. Okay, bei der nächsten Runde. Ah, Driften, der bringt dir überhaupt nichts, Mann. Okay, mein Charakter ist ein schlechter Drifter, wir halten das fest. Boah, sieht lustig aus, also wenn die Leute da wegspicken. Ja, ich weiß, ich bin sehr schadenfroh. Aber ihr wisst ja, manche Leute wollen die Welt einfach nur brennen sehen. Und ich denke, ich bin einer davon. Alle anderen sind auch nur Langweiler. Darf ich es mal festhalten? Achso, wir waren schon in der dritten Runde, okay. Ja, dann habe ich leider die Abkürzung verpasst oder die Mine. Da konnte man bestimmt rein. Die Steuerung ist echt schwer zu beherrschen oder halt, ich bin einfach nur ein Noob und hab's halt noch nicht drauf. So, wo gehen wir jetzt? Houston, Texas, okay, gehen wir da mal hin. Ist wieder in so einem Stadion, wie es scheint. Ich will die anderen Leute runterschlagen von deren Bikes. Oh, bin ich dumm. Steh auf! Trottel! Ja, muss auf jeden Fall mal einen anderen Charakter ausprobieren. Der ist ganz offensichtlich nicht mein bester Freund. Echt cool, dass es da auch so eine Sprachausgabe gibt. Au. So, auch viele Sprünge hat man in dem Spiel eingebaut, halte ich mal fest. Das ist doch cool. Alter, lol. Das ist auch fies, diese Kurve. Oh, drift doch. Nein, dann über. Du Trottel. Wieso habe ich das Tutorial abgelehnt? Ah! Nein! Boah, Genickbruch. Boah, er steckt mit dem Kopf im Sand. Das hat lustig ausgesehen.
das Zuschauer ist auch nur Matsch. Aber das ist zum Teil auch noch in heutigen Spielen so. Yeah! Also. Dritter Platz, gut. Ich denke mal, damit bin ich bisher zufrieden. Mal schauen, ob ich da noch ein bisschen aufholen kann. So, wieder die Teufelskurve hier. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Ich weiß nicht, vielleicht sollte man da auch mal ein bisschen bremsen in dem Spiel, aber ich bin eben so in Rennspielen bremsen. Das ist nicht so meins. Mario Kart 8. Ja, da bremst ja auch nie. Da klappt's ja auch. Yeah. Feuer mal mich ein an und nicht nur diesen Ricky Stört oder wie der heißt. Hab's nicht ganz verstanden. Wie heißt mein Charakter nochmal? Ah, ist doch egal. Jim Revers. Boah, ist voll gestorben hier. Oh nein, der gelbe Trottel kommt. Alter, ist das Spiel. Okay, brems. Ja, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Langsam habe ich hoffentlich die Steuerung drauf. Aber macht echt Spaß bisher das Spiel, muss ich echt sagen. Jetzt geht's nach Lefty's Mill. Keine Ahnung. Auf der Straße. Oh, Entschuldigung. Ah, du Trottel, du Rancher Typ. So, hier gleich mit einer Schanze zu beginnen, das ist ja mal cool. Hier. Für mein Bike hier ist die Strecke gar nichts. Für mein Cross hier. Wow, voll über die Straße. Bremsen. Ricky Stewart! Boah, wie sie da rumhopsen. Oh, hier ein Kamin. Das ist bestimmt der Almöhi drin. Wow, wo sind wir denn jetzt? Oh, irgendwie habe ich die Kurve dann doch noch geschafft. So cooles Streckendesign. Vom Design her halt. Gefällt mir. Okay, man muss echt... Ja, du Trottel, du Grüner! Man muss echt manchmal vom Gas runtergehen, wenn man ein bisschen erfolgreich sein will. Dann werde ich das ein bisschen berücksichtigen. Sofern... Naja, ich probiere es. Sagen wir es so. So. Seht ihr euch die Volltrottel hier an, wie sie fahren. Oh, oh, da vorne fliegt er. Ist ja echt witzig, wie die Leute rumfliegen. Wow. So. Oh, hier war anscheinend eine Abkürzung. Du Trottelmann! Oh, da hat aber auch jemanden rausgeschlagen. Okay. Hier scheint es anscheinend auch überall Abkürzungen zu geben. Wie gesagt, ich fahre die Strecken zum ersten Mal, deshalb kenne ich mich nicht aus. Wie nur zwei Runden. Ja gut. Von mir aus Jim Rivers. So. Sind wir auch schon beim letzten Rennen in Orlando, Florida. Wieder in so einer Halle. Oh!
Oh, mit einem Becken. Da will man ja gleich baden gehen. Aber ich gehe lieber erst baden, nachdem ich den ersten Platz erreicht habe. Also nie, denn das werde ich nie schaffen. Sehr kurvenlastige Strecke, wenn ich das anmerken darf. Boah, der blöde Jim Rivers hier. Der wurde bestochen, sodass er mir nicht gehorcht. So ist es doch, oder? Nein! Hey, ich bin da! Achso, man wird zurückgesetzt. Okay, ich wollte mich jetzt schon wundern. Oh, gut. Wow, da ist der Letzte. Überrunden wir den gleich mal. Oh, da muss ich jetzt echt scheiße fühlen. Oh, voll hingeschlagen nochmal. Komm schon. Nein, der grüne Trottel. Ja, los. Oh, das hat mir gerade noch gefehlt. So. Ja, was denkt ihr? War das eine gute Leistung fürs erste Mal? Nee, man hätte schon unter die Top 3 kommen sollen. Deshalb sage ich, nee, war nicht gut. You lose, try again. Wow, wie motivierend! Danke, Spiel! Jetzt bin ich motiviert, das nochmal zu probieren. You lose, try again! Danke! Ja, so viel zu diesem Modus. Was ist denn das jetzt hier? Ist das einfach nur... Wird das einfach nur sein, dass man die Strecken austeilen kann, so ein bisschen. So, hier gibt es noch mehr Strecken. Bronze, Silber, wird wahrscheinlich noch Gold und so geben. Aber wir haben ja nicht mal irgendwas in diesen Strecken hier geschafft. Beziehungsweise ich bin der Loser hier. Ich will nicht euch damit ansprechen. So, das dürfte klar sein, was das ist. Special Tracks. Was ist denn das? Dessert. Okay, okay. Lol, das Original Exit Bike. Kann man das da spielen? Fußball? Locked. Hier klein. Exit 3D. Ja, ich möchte das schon... Wieso ist das nicht freigeschaltet, verdammt? Hätte ich es euch gerne gezeigt. Nein, der Trottel, mit dem Trottel spiele ich hier nicht mehr. Versuchen wir mal den. Was ist denn jetzt das hier für eine Strecke? So eine Wüste. Mein Gott, das ist ja noch ein größerer Trottel als der andere Typ. Das gibt's ja nicht. Oh, aber hier quer durch eine Wüste. Da vorne brennt irgendwas. Lagerfeuer. Irgendein Indianer hat man da ausgeräuchert wahrscheinlich. So, ja, was ist denn jetzt mein Ziel? In die Flamme rein oder wie? Ja, cool. Diese Fahrer hier haben auch keine anderen Probleme. Was ist denn hier los? Was ist eigentlich mein Ziel in dem Modus? Vom Lagerfeuer zu Lagerfeuer? Okay, ich verstehe. Oh, ich bin Erster. Sieht ja einer das an. So, hier sehe ich schon das nächste aufblühen. Wie viele Feuer gilt es denn zu finden eigentlich? Weiß keiner so genau. Ja, komm, wo kommt der jetzt her? Hallo, ich hab... Mein Gott, die Kollisionsabfrage. Ich hätte das ruhig zulassen können. Wo ist er denn?
Vor allem mit der schwammigen Steuerung! Nein! Bleib stehen! Zurück! Zurück! Ja, genau. Genau. Noch ein bisschen zurück. Nein! Jetzt geradeaus! Alter! Nein, bitte! Ich will doch nur diese blöde Flamme! Jetzt reicht's mir! Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ich muss es abbrechen! Ich muss es abbrechen, Leute! Lol, just kidding! So, was gibt's denn hier noch so? Stuntkurs? Probieren wir es mal. Kann man das auch mit mehreren Spielern spielen? Oh, hoppla. Ich wollte jetzt nicht mehr. Ich wollte nur mal nachschauen, ob das mit mehreren Spielern geht. Entschuldigung. Das geht aber auf jeden Fall mit bis zu 4 Spielern wie... Oder 2 Spieler. Keine Ahnung, wie das steht. So, den bin ich auch nicht mehr. Jetzt tun wir mal den da. Den Grünen. Den Grünling. So, hier soll ich ein paar Stunts machen und wie führt man die am besten aus? Ein bisschen rumspringen kann ja wohl jeder. Gibt es irgendwelche Tastenkombinationen oder? Was ist hier los? Okay, verstehen schon, man kann irgendwie Stunts ausführen. Wie? Das ist eine andere Frage. Klick auch immer wieder darauf, oder? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Oh, alle Knöpfe mal drücken in der Luft. Aber passiert nichts. Sehr gut, ein Stunt-Modus. Irgendwie kann man Stunts machen. Weiß ich aber nicht gerade wie. Deshalb kann ich da jetzt nicht gerade viel anfangen. Nein, nicht Restart, du Trottel. Mein Gott! Quit? Really quit. So leicht ist es. So, Custom Trucks. Was ist denn hier los? Go to the Editor. Man kann also selber eine Level erstellen. Das ist sehr cool. Und dann darauf fahren. Ja, Entschuldigung. So, ich bin geneigt, hier aufs Gamepad zu klicken, aber... Ihr wisst ja dann... Das geht nicht. So, add turn. Nee. Gerade. Turn. Turn. Nein, du sollst dich darüber turnen. Ja, jump mal hier. Ja, hier kann man sich bestimmt kreativ austoben. Cool, dass es auf jeden Fall einen Streckeneditor gibt. So, da kommt eine Gerade. Ja, ich gebe mir jetzt auch gar nicht so viel Mühe beim Bauen, denn... Da muss ich mich selbst reinfuchsen ein bisschen. Ach, so kann man das wechseln, okay. Add turn. So, und jetzt kommen ein paar Gerade. Ne, grad sagte ich. Ne, gerade. Ne. Ne, so ein Jump. Ein Turn. 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 Ja, ja, sowas. Sowas. Und dann eher das hier. Nein. Umdrehen bitte.
Moment mal. Nein, was machst denn du, du Trottel? Ja, so wird's nicht gehen. Hallo, Edit. Wieso bin ich da jetzt aus dem Edit-Modus weggegangen? Nein, du sollst nicht in die Richtung gehen. Warte mal, muss mal ganz zurückgehen. Ein bisschen umständlich ist das tatsächlich hier aufgebaut. Turn. So, jetzt lassen wir mal da testen. Jetzt ist es ein schöner Rundkurs, mehr oder weniger. Wo kann ich denn jetzt testen? Da. So mit dem grünen Vollidioten hier. Echt cool, dass man hier auch seine Strecke erstellen kann. Okay, was habe ich denn hier für eine Strecke erstellt? Aber im originalen Exit Bike konnte man auch schon mehr oder weniger seine Strecke erstellen. Das ist cool. So, und hier ist auch das Ziel. Ja, das ist auch schon so. Leute, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video so ein bisschen Einblick in das Game verschaffen. Klar, ich habe jetzt auch nicht alles freigeschaltet, da gäbe es noch so viel zu zeigen hier. Mal originales Excitebike kann man noch spielen, man kann Fußball spielen, irgendwie klettern und Excite 3D. Es hört sich alles echt cool an und ist auch bestimmt sehr cool. Andererseits echt cool, dass es hier viel zum Freischalten gibt, also das hebt auch die Motivation an. Ich habe mich ja echt auch schlecht angestellt. Wie gesagt, das erste Mal, dass ich das gespielt habe. Mein erster Eindruck ist also echt positiv. Macht mir Spaß, ist aber auch ziemlich fordernd. Vielleicht liegt das auch nur daran, dass ich die Steuerung noch nicht so ganz drauf habe. Muss mich da noch ein bisschen hineinfuchsen und werde jetzt gleich weiterspielen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt einen halbwegs guten Einblick davon, was euch mit diesem Spiel erwartet. Im eShop findet ihr es für 10 Euro und ja, macht sicher nicht nur Retro-Freunden Spaß, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.